Hallo Freunde! Hallo! Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Wir sind Maxi und wir sind Danny und heute geht es in den nächsten Raum, welchen wir euch vorstellen, nämlich die Küche. Die ist endlich fertig, nachdem der Maler eine Woche gemalert hat. Hat er uns die Küche jetzt fertig übergeben. Es riecht noch ein bisschen nach Farbe, aber wir wollten die Küche nicht mehr so bräunlich haben, sondern weiß. Und die ist fertig. Also fast. Und wir haben Glück gehabt, denn der Maler hat das gemacht. Und das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Deswegen werde ich jetzt mal mit euch und Maxim in die Küche gehen, Freunde. Wir wünschen euch viel Spaß. Let's los! Pelletier Verlag. Schön, dass es dich gibt. Bevor wir aber mit dem Video beginnen, begrüßen wir ein neues Kanalmitglied in der Familie. Die liebe Michelle S. Ist jetzt auch dabei, uns mit einem kleinen Betrag im Monat mit 2,99 Euro oder 3,99 Euro, ich weiß das immer nicht, zu unterstützen. Guck mal, hinten ist Luki. Wir begrüßen dich, Michelle. Vielen herzlichen Dank. Und wenn ihr auch daran Interesse habt, eine kleine Kanalmitgliedschaft abzuschließen, schaut mal hier, ist das ganz einfach und das ist für uns... Ja, eine schöne Wertschätzung. Ich bin ein bisschen außer Atem. Es sind viele Treppen im Haus. Ich bin Treppen gelaufen. Aber gut, ich würde sagen, wir drehen mal die Kamera und Maxim führt uns durch die neue Küche. Und wenn noch Zeit ist, zeigen wir euch vielleicht noch einen Raum. Mal sehen. So, ich stehe vor verschlossener Tür. Wir sind hier, dass ihr euch das so ein bisschen räumlich vorstellen könnt, im großen Wohnzimmer und Kaminzimmer. Wollen wir mal gucken, ob Maxim da ist und klopfen mal. Hallo! Oh, hallo, welch Überraschung. Oh, kommen Sie rein. Oh, ein kleiner Brotkorb. Hast du Brot gebacken? Nee, da ist noch nichts drin. Ja. Kommt gerne einmal rein. Wir haben gerade schon gesagt, wir blenden euch jetzt erstmal ein paar Bilder oder Videos ein, je nachdem, was wir finden, dass ihr euch die Küche einmal vorstellen könnt, wie sie vorher aussah. Ja, aber eine Sache ist noch nicht gemacht. Die müssen wir noch angehen. Ja. Schaut euch mal diese Altbackenlampe an. Die wird tatsächlich noch ausgetauscht, aber das haben wir jetzt noch nicht gemacht, weil die Küche jetzt ja gerade mal erst fertig geworden ist. Aber ich finde... Das ist richtig, richtig schön geworden. Ja, ja. Zuallererst, ihr seht es, der Boden ist so ein Granitoptik, ne? Super hochglänzend. Die Wand ist mittlerweile matt. Und dann haben wir noch ein drittes bzw. viertes Finish. Und das ist die Decke, die in Holzoptik ist. Oh, bitte. Und das Ganze haben wir auch bewusst in dieser Holzoptik gelassen, einfach um hier noch so ein bisschen Wärme mit reinzubringen. Durch den weißen Anstrich ist die Küche natürlich optisch sehr, sehr kalt geworden. Und auch wenn es draußen im Winter ist oder so, dann wird es ja alles ein bisschen kühl. Außerdem haben wir ja hier überall diese Holzarbeitsplatten als Fensterbretter und in der Küche selber auch als Arbeitsplatten. Und ich finde, das passt dann irgendwie harmonisch zusammen. Wenn die Decke jetzt auch weiß gewesen wäre, weiß ich nicht. Außerdem ist die Decke hoch genug. Wir können hier, weil hier ist die Terrasse, schau mal, das ist hier wie so eine Durchreiche mit dem Fenster. Genau. Aber nur für Sachen, die so maximal 15 cm breit sind. Ja. Aber Freunde, ich sage euch, ich bin so froh, dass die Gitter da sind. Ich bin wirklich sehr, sehr froh. Komm, Maxim, zeig uns mal den Raum. Genau. Ja. Das ist unser Küchenschrank. Der war tatsächlich auch so schon drin. Ihr seht es, er ist jetzt nicht aufgeräumt, weil die Wäsche einfach noch... trocknen mussten, denn das altes Kinderauto. Das muss doch in den Müll. Das, genau, fährt nicht das mehr. Müssen wir noch so ein bisschen aussortieren. Hier kommt mein Geschirr mit hin und das ist tatsächlich auch noch alles Geschirr vom Verkäufer. Auch die Teller? Nee, nee, das die nicht. Das, heißt, das wird hier. Hier habe ich einmal das Lager und hier kommt dann so ein bisschen, dass es ein bisschen schön aussieht. Das kommt alles dann bei Zeiten weg und wir haben wirklich viele schöne Schubladen. Hm. Wir haben unter anderem einmal diese Schublade hier. Ist das ein Rucksack? Nee, das ist die Schürze. Ah ja. Mhm. Das ist für... Ich habe auch eine Schürze. Für das Tafelsilber. Haben wir nicht. Tafelsilber, was du schon wieder hier erzählst. Heißt so, aber was haben wir nicht. Ach, okay, wir haben kein Tafel. Ja, weiter geht es. Was ich schön finde, das muss ich ganz kurz zeigen. Alle Schubladen, schaut mal, haben ein... Anti-Knallschutz. Ja, alle Schubladen, alle Fächer hier mal. Ein Soft-Close-Effekt. Zeig mal. Oben. Doch, die auch. Stimmt. Nee, die hat nur... Lass mal los. Nee, die hält oben, dass man sie nicht hochhalten muss. Ah ja, aber okay, dann will ich das hier zeigen. Das ist jetzt so. Schaut, und der geht von alleine leise zu. Wie so ein Toilettenabsenkdeckel. Soft-Close, genau. Ja, gibt es auch bei Toiletten. Dann habe ich hier einmal Kochtöpfe. Auch das sind tatsächlich noch die Kochtöpfe vom...
Vorbesitzer hier. So sind gar nicht deine? Nee, meine kommen morgen erst. Ah ja. Aber das ist ja völlig in Ordnung. Wir müssen ja nicht alles wegmachen. Das sind ja wirklich gute, teilweise unbenutzte Töpfe. Deswegen haben wir hier die Küchenutensilien. Ist ein bisschen auf den ersten Eindruck jetzt, das sind halt immer Wege, ne? Du musst immer durch die Gegend laufen. Die Zuschauer haben die Küche ja noch gar nicht gesehen. Genau. Geht ja noch weiter. Es geht noch weiter. Und ganz unten kommen dann Pfannen, Kochbücher und alle Arbeitsgeräte, die man nicht im Alltag braucht. Ja, gehen wir mal weiter. Soll ich vorlaufen? Ja, ich glaube, die Schränke selber interessieren euch nicht, was wir da jetzt drin haben. Also ich versuche das mal so ein bisschen einzufangen. Wir haben halt wirklich extrem viel Platz. Das sieht auf dem Handy immer kleiner aus, als es ist, aber das ist halt wirklich... Das Fernobjektiv anmachen. Ich weiß nicht, wie. Komm, wir gehen mal hier lang. Hier haben wir tatsächlich wirklich noch ein bisschen freie Fläche. Ja. Die wollen wir auch erstmal freilassen. Wir wollen hier keinen Esstisch hin. Mal Katzensachen. Genau. Hier wird vielleicht eine kleine Katzenstation hinkommen und der Mülleimer. Wir müssen hier Müll trennen. Und deswegen werden wir das hier so ein bisschen anrichten. Und dann geht es tatsächlich selber auch schon in die eigentliche Küche. Also, dass ihr euch das vorstellen könnt, ihr habt hier, das ist so ein bisschen getrennt. Mit dem Schrank und der Wand, so sieht man es jetzt besser. Und hier ist jetzt eigentlich so der spannende Teil. Genau, hier haben wir die Küche, das Herzstück des Hauses. Die ist nagelneu. Du bist das Herzstück des Hauses. Die ist nagelneu. Also er hat sie, glaube ich, vor 2 Jahren einbauen lassen. Und wir haben erst überlegt, reißen wir die Wand raus und bauen wieder eine komplett neue Küche. Aber ganz ehrlich, das wäre einfach Geldverschwendung. Die Küche ist nagelneu und in einem super Zustand. Ja. Teilweise der Backofen hatte sogar noch seine Abdeckfolie. Der war noch nicht benutzt, der Backofen. Der war noch nie benutzt. Hier haben wir eine eingebaute Mikrowelle mit einer Grillfunktion. Das heißt, wenn man nicht unbedingt den Ofen anmachen möchte, funktioniert das immer gut. Was ich persönlich sehr, sehr schön finde an der Küche. Mein Wassermax? Der Wassermax sind die Schränke und die Art und Weise, wie die Schränke angerichtet sind. Also du hast wirklich jede kleinste Ecke dieser Küche komplett ausgenutzt. Sei es hier oben, sei es hier unten mit verschiedenen Schubladen für, jetzt sind hier Zwiebeln und Kartoffeln mit drin. Wollen wir mal in den Kühlschrank gucken? Können wir auch. Den haben wir hier. Tada! Den haben wir hier. Was ist da oben? Ach so, Alkohol. Das ist ja Alkohol. Endlich mal ein voller Kühlschrank, würde ich sagen. Endlich mal ein voller Kühlschrank, genau. Einfach, dass wir so ein bisschen was da haben. Hier oben ist halt nicht mehr Kühlschrankfunktion. Dafür aber. Und dafür. Gesünder als gedacht. Ne? Ja, absolut. Dafür freue ich mich, dass wir hier endlich mal eine schöne Gefriertruhe haben. Aber die war bei mir im Haus, in der Wohnung größer, ne? Ja, dafür haben wir im Keller aber noch eine. Die haben wir jetzt noch nicht angeschlossen, aber das wird jetzt dann auch demnächst passieren. Spülmaschine ist mit drin, das ist eine kleine, also das ist nicht eine Standardgröße, sondern eine etwas kleinere. Leute. Für 2 Personen ist es völlig ausreichend. Schoko! Hier ist die Süßigkeit. Oh, sind das Duplos? Ja. Und Katzenfutter. Der Süßigkeiten-Schrank und so ein bisschen Vorrat. Das ist tatsächlich auch noch nicht... fertig, ne? Wir leben ja noch nicht so richtig hier, sondern es ist immer noch ich so, schon. Nicht schon, so ein großes Gepende. Und dann geht es hier weiter. Und das ist so schön, wenn das Licht hier reinkommt. Gerade. Ja, wollen wir das machen? Ja, komm, wir gehen noch in den Raum, weil wir haben noch ein bisschen wir Zeit. Wir sind noch nicht fertig mit der Küchentour. Ach so. Wir müssen die ganzen Appliances zeigen. Was sind denn Appliances? Nein, die Gerätschaften. Ach Quatsch. Natürlich, das gehört zu der Küchentour dazu. Oh. Hier haben wir die Kaffeemaschine, das ist Dannys alte. Das ist ja, aus der ich, Wohnung. Das ist die Kaffeemaschine, die Danny mitgebracht hat. Das ist eine nagelneue Jura. Genau. Ja. Dann Toaster und Wasserkocher. Mein Thermomix kommt morgen. Da weiß ich allerdings noch nicht, wo wir den hinstellen. Wahrscheinlich kommt der aus dem Keller, weil wir den nicht nutzen. Ne, doch, der wird ja genutzt. Der kommt dann wahrscheinlich aufs Küchenbrett. Hast du mir auch schon letztes Jahr erzählt. Und dann hier nochmal wirklich Schubladen für das alltägliche Besteck. Die gehören auch nicht uns, die Sachen. Die also jetzt schon, aber sie haben noch dem alten Mann gehört, ne? Habe ich nicht gesagt. Genau. So, kommt mal mit raus hier aus der Küche. Aber was kommt jetzt noch? Von der Küche nichts mehr. Von der Küche nichts mehr, außer halt hier der Waschbecken. Das ist so eine Sache, das verstehe ich persönlich nicht, wie man ein weißes Spülbecken machen kann. Das ist arbeitstechnisch doof, weil man halt immer viel sauber machen muss. Es passt aber sehr, sehr schön hier rein. So, wir gehen weiter. Jetzt habt ihr vielleicht so eine kleine Vorstellung. Ihr habt einen kleinen Feuerlöscher, weil das kennt ihr schon. Ich zeige das mal. Das ist das Wohnzimmer. Hier war der andere Durchgang in die Küche. Das war das Kaminzimmer. Und jetzt kommt die Lichterhalle. Die Lichterhalle. So nenne ich das. Übrigens den Teppich, das ist noch so ein kleiner Streitthema zwischen uns beiden. Ich selber finde ihn schön, weil er so ein bisschen ländlich ist. Für Maxi ist das nicht ganz so schön. Aber schaut mal, das ist eine lichtdurchflutete. Ich gehe mal hoch, schaut mal. Halle, eine Halle, okay, es ist ein Treppenaufgang, Pelletier Verlag, ein Treppenaufgang, der nach oben führt.
Das werdet ihr in den nächsten Videos sehen. Schau, ich schaue mal so rum. Da seht ihr schon ein bisschen leuchten. Also das ist der große Treppenaufgang. Und wenn man jetzt hier an dem großen Esstisch sitzt, ich zeige das mal so ein bisschen. Wir haben jetzt hier noch ein paar Schränke zu stehen. Genau, der Schrank soll eigentlich weg. Ich mache mal von der Perspektive so. Genau, der Schrank wurde denn jetzt gerade vorgestellt, der soll eigentlich noch weg, weil er einfach so ein bisschen eng ist vom Platz her. Aber wir haben hier noch einen und der bleibt tatsächlich auch da, weil er super, super praktisch ist. Alle Schränke kennt ihr wahrscheinlich aus dem Wohnzimmer, sind ja auch... Unser Internet da war aber ein bisschen Terror, das erzähle ich noch. Weil ich in geht dem jetzt Video. Gerade nicht Vorführung, auf jeden Fall. Weil Lichtschalter aus ist. Ist alles mit Licht und so gemacht. Super, super cool. Auch die Lampe oben an der Decke ist mega cool, weil man das einfach so ein bisschen abdämmen kann. Und dann haben wir unser Security-System. Das die Alarmanlage. Aber mal ein bisschen, dass ihr dann nicht seht. Genau, unsere Alarmanlage. Aber wie schön ist bitte dieser Treppenaufgang? Also wirklich, der ist wunderschön. Jetzt habt ihr auch schon mal so eine kleine Vorstellung von dem Grundriss des Hauses unten. Ihr kennt ja schon die Küche, Kaminzimmer, Wohnzimmer. Und jetzt, was noch kommt, ist der Weg nach oben. Da warten auf euch einige Räume. Und der Weg nach unten in den Arbeitsbereich. Aber das dauert auf jeden Fall noch ein bisschen. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert jetzt gerne einmal den Kanal. Dann werdet ihr das Ganze auf jeden Fall mitbekommen, wenn ihr die Glocke auch aktiviert. Und dann wird es... Entschuldigung. Ja. Nee, mein Umzug passiert jetzt für uns morgen. Dann brauche ich ein paar Tage, um das Studio, um das Büro, um das Lager fertig zu machen. Und dann kriegt ihr die Roomtour. Aber es kommt ja auch nochmal eine komplette Roomtour, wo nochmal alles in einem Video kommt. Also alle Räume fertig. Weil ihr seht ja, ne, hier fehlt da noch was, da fehlt noch was. Ja, aber ich drehe nochmal kurz die Kamera. Also da werdet ihr noch definitiv eine komplette Roomtour sehen, wo ihr das gesamte Haus nochmal seht. Das wird dann wirklich ein riesenlanges Video werden. Aber das macht nichts. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal euch das Erdgeschoss, erste Stock, jetzt sage ich, je nachdem von wo man auf dem Eckhanggrundstück hinkommt. Wir würden uns immer freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert. Und es gibt noch eine Kleinigkeit, wenn ihr noch mehr von mir oder auch von Maxim sehen wollt, es gibt inzwischen einen Dennis Stream Highlights Kanal, den verlinke ich euch mal, weil ich bin ab und zu mal auf Twitch und da gibt es nicht nur um Gaming, sondern dann geht es auch ein bisschen ums Thema Mental Health. Mental Health. Da haben wir jetzt schon gesprochen über Burnout, Depression. Jetzt am Donnerstag, ihr seht das Video am Mittwoch, um 20 Uhr gehen wir wieder live. Also ich auf jeden Fall, Maxim ist immer mal mit so dabei. Und da besprechen wir das Thema toxische Beziehungen. Nicht, dass wir beide uns damit auskennen würden, aber auch wir haben Erfahrungen gemacht. Würde ich definitiv mal empfehlen, abonniert den, den Highlight-Kanal und auch gerne den Kanal auf Twitch, falls ihr auf Twitch unterwegs seid. Lohnt sich. So, wir sagen euch jetzt Tschüss. Bis zum nächsten Mal und vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Tschüss. Tschüss.